Hi Champ, dein Christoph hier und heute gebe ich dir 5 Tipps, wie du als Fußballer sofort dein Selbstvertrauen auftanken kannst. Selbstvertrauen ist wichtig, ich bin mir sicher, das weißt du auch, aber vielleicht weißt du noch nicht ganz, wie du einfach, wirklich mit einfachen Mitteln dein Selbstvertrauen sofort auftanken kannst. Und genau deswegen gebe ich dir heute mal 5 wertvolle Tipps mit, um dieses Selbstvertrauen aufzutanken, die du direkt für dich umsetzen kannst. Fange ich mal an mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist, schau auf deine Erfolge zurück. Das ist immer generell sehr wichtig bei Selbstvertrauen, besonders wenn du eine Phase hast, wo du dich vielleicht nicht so gut fühlst. Einfach mal zurückschauen. Wie war es denn vor einem Monat? Vielleicht warst du dort voller Selbstvertrauen. Schau dir da einfach mal an, was waren deine Erfolge dort auch. Also es kann sogar auch 1 Jahr, 2 Jahre her sein. Einfach nur, dass du dir bewusst bist, dass du ein guter Fußballer bist. Beispielsweise warst du letztes Jahr möglicherweise Spieler des Turniers irgendwo, bester Spieler vom Turnier. Mach dir das einfach bewusst, dass du aus diesem Gedankenmuster rauskommst, dass du aus diesem Gedankenmuster herauskommst, was dich gerade dahin geführt hat, dass du dich so fühlst, als hättest du nicht so viel Selbstvertrauen. Punkt Nummer 2, mach dir deine Stärken bewusst. Das ist etwas, was eher im Bereich Selbstbewusstsein reinzählt. Allerdings, das Selbstbewusstsein ist ja die Grundvoraussetzung, um Selbstvertrauen aufbauen zu können. Wenn du das noch nicht gemacht hast, nutz das für dich, mach dir deine Stärken bewusst. Weil wenn du mal nicht so viel Selbstvertrauen hast, achtest du wahrscheinlich eher auf deine Schwächen. Und wenn du nur auf deine Schwächen schaust, klar fühlst du dich da nicht so gut. Mach dir da wirklich deine Stärken bewusst. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Setz dir kleine Ziele und sorge dafür, diese einzuhalten. Fang an damit, beispielsweise deinen Wecker zu stellen auf 7.30 Uhr und sorg dafür, dass du 7.30 Uhr auch aufstehst. Diese kleinen Erfolge, wenn du dir etwas vornimmst und dieses dann auch einhältst, kannst du bei ganz einfachen Sachen machen. Oder beispielsweise, morgen wasche ich meine Haare. Kannst du genauso auch als Fußballer nutzen, weil das ist etwas, was du auf jeden Fall easy einhalten kannst. Und überleg mal, Selbstvertrauen kommt natürlich auch vom Vertrauen. Und jetzt überleg mal bei einer anderen Person, wenn du beispielsweise deinem Kumpel dir sagt, hey, ich bin 20 Uhr bei dir und er sagt es 5-mal, aber er ist 5-mal erst um 21 Uhr bei dir. Sinkt dort das Vertrauen zu deinem Kumpel oder steigt es? Allerdings, wenn er jeweils 20 Uhr dann auch wirklich da ist, pünktlich am Start ist, kannst du ihm dann dort vertrauen? Wahrscheinlich schon. Und genauso kannst du es auch für dich selbst nutzen, einfach dir einfache Dinge zu setzen am Tag. So baust du dein Selbstvertrauen schon mal automatisch wieder ein Stück weiter auf. Komme ich zu Punkt Nummer 4. Kannst du auch wieder für dich nutzen, mal zurückblicken und mach dir mal die Situation bewusst, wo du schwierige Situationen, schwierige Phasen bereits gemeistert hast. Vielleicht hattest du diese Situation wie gerade, dass du nicht so viel Selbstvertrauen hast, schon mal. Und dann blick mal zurück, du hast sie bestimmt gemeistert. Das stärkt natürlich auch wieder das Vertrauen in dich, weil du siehst, okay, ich habe schon mal schwierige Situationen gemeistert. Und es kann auch wirklich alles Mögliche sein. Beispielsweise kann es ja auch mal sein, dass du vielleicht frühzeitig ausgewechselt wurdest und dann im nächsten Spiel wieder überragend gespielt hast. Das kann auch eine schwierige Situation sein, die du gemeistert hast. Also blick mal darauf zurück und ja, mach dir die bewusst. Kannst du dir auch aufschreiben mal für dich. Und da siehst du auch wieder, ich bin gar nicht so ein schlechter Fußballer, wie sich das gerade anfühlt. Ich habe das schon gemeistert, das schon gemeistert, das schon gemeistert. Das gibt dir auch wieder einen extremen Push. Und komme ich zum Punkt Nummer 5. Schau dir deine Top-Spieler an aus der Vergangenheit. Besonders für die Spieler, die schon ein bisschen höher spielen. Allerdings glaube ich, dass wahrscheinlich mittlerweile so gut wie jeder Spieler da mal ein Video von sich hat. Wenn du da siehst, okay, geil, das Tor habe ich gemacht. Guck mal, das Dribbling habe ich dort positiv gestaltet. Wenn du die Bilder siehst, was meinst du, was passiert? Dein Selbstvertrauen pusht dich quasi von alleine wieder hoch, weil du dich daran erinnerst und siehst, das ist möglich, ich kann das. Es ist quasi eine Bestätigung dafür, dass du es kannst. Weil Selbstvertrauen ist ja auch ganz viel, oder beziehungsweise wenn du mangelndes Selbstvertrauen hast, gibt es ja auch ganz viel diesen Glaubenssatz oder diesen Gedanken, ich kann das nicht, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und so holst du dir da auch wieder die Bestätigung, dass du es ja easy schon mal geschafft hast, dass du ein guter Fußballer bist. Falls du kein Videomaterial von dir hast, auch alles easy. Schau mal zurück, was waren vielleicht deine 3 besten Spiele in deiner Karriere? So, kannst dich ja auch daran zurückerinnern. Du musst ja nicht immer ein Video haben in der Außenform, sondern nutz mal dein inneres Video. Schau mal nach innen, da hast du sicher noch Bilder, wie die Eltern gejubelt haben, als du das Tor geschossen hast, wie dein Trainer dich gelobt hat.
Das waren 5 Tipps und jetzt deine Aufgabe. Falls du noch ein paar hast, auch für die anderen Jungs, schreib einfach mal unten in die Kommentare, was für Tipps fallen dir noch ein, um Selbstvertrauen zu tanken. Wir sind gespannt, von dir zu lesen. Wir sehen uns im nächsten Video. Du weißt, ein wahrer Champion, der steht im Kopf.